Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zurück bei Mega Mania Part 4 heute. Und natürlich dann dementsprechend mit Mega Man 4 und ich hoffe diesmal auch mit dem richtigen Mikrofon. Ich nehme es vorsichtshalber doppelt auf, mit OBS, mit Audacity. Und ich hoffe, er nimmt nicht wieder das Audio von meiner Kamera. Das ist nämlich gestern passiert. Es tut mir wirklich leid. Weil ich habe auf Windows 10 abgegradet. Und selbstverständlich, irgendwo gibt es keine Problemchen. Und das war meins diesmal, weil der automatisch mein Mikrofon auf das neueste Mikrofon umgeschalten hat. Und das war die Kamera. Dementsprechend, ja, war das halt blöd gelaufen. Aber ich hoffe, ihr konntet euch die Folge trotzdem geben. Egal, wir machen jetzt hier weiter. Bitteschön. Nochmal. Das war jetzt für mich zum Ausjustieren so ein bisschen. Warum Start? Diesmal will ich das Intro nicht einfach skippen. AD 2000X. Alles in der Vergangenheit. Household Robots. Was? Household Robots Rock and Roll were created by Dr. Light and were enjoying their peaceful days. Then one day the industrial robots all over the world went on a rampage. And the world fell into chaos. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass jetzt Rampage bei rauskommt. Dr. Light quickly realized that mad scientist Dr. Wily was behind the nefarious deed, but he didn't know what to do. Rock having a strong sense of justice, volunteered to be converted into a fighting robot. Thus, the super robot Mega Man was born. Ein paar Jahre später wird Dr. Wily dreimal besiegt. Und jetzt kommt der nächste Doktor. Oder nochmal Wily. Wird sich zeigen. Mega Man shattered Dr. Wily's plans 3 times. Wie gesagt. And world peace had been maintained so far. But history repeats itself. Dr. Kozak, a mysterious scientist, has invented 8 powerful robots. And sent them after Mega Man, of course. Mega Man starts the battle again. This time equipped with the powerful new Mega Buster. Sehr schön. Das bedeutet, wir können jetzt unsere Schüsse aufladen übrigens. Mhm. Na, der Titelbildschirm ist nicht ganz so prägnant. Alles klar, wen haben wir denn? Ringman, Diveman, Skullman, Brightman, Pharaoman, Toadman, Drillman und Dustman. Stäubchen. Cool. Ich tausche meinen Froschi gegen Yoshi. Ich hab's schon letzte Folge gesagt. Alles klar, Toadman. Na, mal gucken, wie deine Stage aussieht. Natürlich regnet's. Irgendwas mit Wasser war doch klar. Fliegende Pinguine! Oh yeah. Oh yeah, langsam aber sicher wird das Spiel so ein bisschen wie Mega Man X. Ich kann mich aufladen, ich kann sliden. Na gut, sliden konnte ich in Mega Man X, glaube ich, nicht, aber Dashen hat funktioniert. Gegenwind! Deswegen springe ich so komisch. Ich muss das natürlich erstmal realisieren. Okay. Das heißt nicht realisieren. Realisieren ist, wenn... ist anders. Oh, komm schon. Das wurde mir schon mal mitgeteilt. Das ist ein bisschen wie macht Sinn und ergibt Sinn. Mit realisieren. Da muss ich immer aufpassen, was ich sage, sonst kriege ich eins auf den Deckel. Hab dich lieb, Sabi. Also sie hat das mit halt macht und ergibt Sinn gesagt. Aber das kennt ihr ja. Okay.
Okay, Toadman ist für den Anfang vielleicht nicht das Optimale. Und nein, ich gucke mir diesmal keine Boss-Order an. Habe ich ja schon erwähnt, dass ich es das nur für Mega Man 3 gemacht habe. Weil ich halt wusste, dass ich damit Problemchen haben werde. Und die anderen, die will ich ja so jungfräulich wie möglich spielen. Geht's noch? Hä? Nein! Boah! Ich kann den Gegenwind echt nicht einschätzen. Wow! Ich glaube, das war der bisher schlechteste Versuch. Gucken wir mal, was Stäubchen macht. Ich glaube nämlich, dass er eine relativ einfache Stage haben könnte. Wenn das so ist wie in Mega Man 3, dann kann ich hier immer einfach durchlaufen. Was ist das denn für ein Start? Oh! Ja, genau! Natürlich! Oh, was ist denn das? Was ist das für eine doofe Stage? Die triggern halt auch erst, wenn man schon so gut wie drüber ist. Na komm. Kommt da sicher noch einer. Danke. Ach komm! Wieso springt er denn jetzt so weit hoch? Ich habe einen Tag kein Mega Man gespielt. Einen Tag. Ich habe gestern Mega Mania 3 aufgenommen. Oh. Wenn du da drüber springst, spawnt ein Gegner, wo du nicht doch in der Geschwindigkeit nicht nochmal springen kannst. Das habe ich nämlich gerade versucht. So. Den haben wir. Das sind doch jetzt Dr. Wily's Robot in Disguise gewesen. Also den großen gerade eben, den kannten wir doch. So, hier rüber. Natürlich treffe ich dich nicht. Den habe ich getroffen. Wenigstens sind das hier keine Blöcke. Die Energie hätte ich gerne gehabt. Oh Gott, die verschwinden. Okay. Um jetzt, Entschuldigung, mal zu erklären, was mich gerade so ein bisschen verwirrt hat. Okay, hier kann ich ja nichts machen. Lad den Schuss auf! Ich halte die ganze Zeit die Taste gedrückt und er macht nichts. Gerade eben konnte ich den einen Gegner die ganze Zeit immer mit einem Schuss wegmachen, nachdem der seinen Propeller verloren hat. Und mit einmal brauche ich mehrere Schüsse und er lädt einfach nicht auf. Jetzt! Warum vorher nicht? Hä? Und auch cool, dass der eine einfach weiter unten geblieben ist. Damit er mich auf jeden Fall trifft. Die Energie ist natürlich weg. Wo ist er denn da? Danke. Wie gesagt, zurücklaufen bringt nichts, aber das Konzept habe ich ja schon öfter erklärt. Oh, die will ich. Komm schon. Ich bin der Meinung, das war jetzt nur einer meiner Schüsse. Drüber springen, okay. Jo. Mir egal, weg da, danke. Oh, Energie, cool. Ah, das ist der kleine Helfer. Okay. Den habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen bei... Speedruns oder so Geschichten. Ja, habe ich mich Speedruns von dem Spiel jeweils angeguckt? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall bei, ich glaube, aus anderen Mega Man Spielen, die ich so gesehen habe, da gab es den auch schon. Oder da gab es den dann immer noch, dementsprechend. So, weil ich habe früher mal so bei Emero oder Herr DK oder sowas, die Mega Man, wenn sie Mega Man gespielt haben, besonders bei Herr DK, hatte ich es mir angeguckt. Beziehungsweise Mega Man Unlimited? Oder wie das hieß, diese eine quasi Mod
zu den Mega Man Spielen. Na, nicht eigentlich. Eine Mod kann man. Na doch, eigentlich schon. So ein Fanmade Hack. Wie auch immer. Auf jeden Fall ein Fanmade Game. So rum. Das hatte ich mir angeguckt. Das ist das, wo am Anfang im Titelbildschirm Mega Mans abgetrennter Arm drin ist. Und ja, das ergibt Sinn. Weil zu dem Zeitpunkt sah es überhaupt nicht so aus, als wenn es neue Mega Man Spiele geben würde. Außerdem und irgendwie Mega Man vs. Street Fighter kam dann auch um den gleichen Dreh raus. Auch wenn das eine mit Capcoms Hilfe war, das andere eher nicht. Okay, die gehen ganz runter zum Boden. Okay. Ja, das dachte ich mir fast. Oh nee. Jetzt habe ich den immer wieder am Arsch. Wollt ihr mich verarschen? Geht doch gar nicht. Also man wird immer wieder von dem anderen getroffen. Also geht schon, klar. Ah ja, ich bin zweimal wegen dem einen Typen runtergefallen. Ringman. Aber Ringman kenne ich. Den kenne ich aus Boshi. Der fliegt durch die Gegend. Ich weiß nicht, ob er das eigentlich wirklich macht oder ob das eine Sache für Boshi gewesen ist, aber der fliegt durch die Gegend auf jeden Fall. Drillman! Drillman! Kann ich ja mal wieder eine Anekdote aus meinem Leben erzählen. Heute war ich beim HNO-Arzt, hab ihn die Ohren durchspülen lassen. Und die Welt klingt jetzt irgendwie so anders. Und ja, ich muss das ab und zu machen lassen, weil sich bei mir das, der ganze Dreck und sowas alles immer in den Ohren sammelt. Und mir dann dementsprechend meine Gehörgänge ein bisschen verstopft. Oh yeah. Extra Leben. Voila. Nee, und dementsprechend höre ich dann irgendwie ziemlich gedämpfter und sowas alles. Und das kann mir irgendwann sehr auf die Qualität meiner Ohren, nicht nur auf die Qualität meines Hörvermögens, genau, schlagen. Sondern es tut auch irgendwann einfach weh. Euch kenne ich aus Mega Man X. Ich glaube, in einem anderen Mega Man-Spiel kam die auch schon vor. Bei Mega Man X geben die immer mega gut Leben. Da kannst du ein schön Leben farmen. Was ich sagen wollte ist, ja, dementsprechend höre ich halt jetzt so Sachen. Ich höre wieder sehr viel. Die Welt ist sehr laut. Das realisierst du halt erst, wenn du wirklich den vollen Umfang deines Hörvermögens hast. Da merkst du dann erst, wie gedämpft du alles gehört hast. Also für mich klingt alles noch seltsam. Ich höre... Ich krieg jetzt erst so richtig mit, wie laut ich eigentlich manchmal rede. Das heißt, falls ich heute relativ... Seht ihr? Das meine ich. Das meine ich mit zurücklaufen bringt nichts. Wenn ich heute stellenweise ein bisschen leiser rede oder mich dann quasi mit einem Satz zügle oder irgendwas, dann liegt das daran. Weil ich selbst merke, wie laut das eigentlich ist. Und im ersten Moment war es halt wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist immer. Aber ich war heute mit Marseille. Yeah. Nachdem ich mit HMO war, war ich gemütlich Mittagessen. Unten bei mir beim Fleischer. Da kann man sich einfach was kaufen. Direkt was Frisches und sonst was alles. Und dann kann man da halt sich gemütlich hinsetzen und futtern. Und nebenbei, also man sitzt halt quasi neben einer Küche. Und da haben die dann angefangen, irgendwas zu brutzeln. Und das war so elendlich laut für mich. Da habe ich dann einfach gemerkt, okay, die Welt ist sehr laut. Aber ja, wir leben in einer sehr lauten Welt. Das kann man nicht bestreiten. Glaube ich. Aber ich merke es halt jetzt einfach wieder extrem. Ich höre sowieso schon, Geräusche, die andere Leute gar nicht wahrnehmen würden, weil ich ein sehr feines Gehirn habe. Ein sehr feines Gehirn. Delikat. Ein sehr feines Gehör habe. Und dementsprechend. Also ich höre halt einige hohe Töne und tiefe Töne, die andere Leute nicht so hören. Besonders hohe Töne. Hab ich den Rush Coil? Ich habe den Rush Coil, sehr gut. Flup. Sehr gut. Und wenn dann eben noch, wie gesagt, wenn man dann plötzlich dann alles irgendwie lauter hört,
dann sind einige Töne wirklich ziemlich laut und tun weh. Und ja, als ob. Ich kam ja nicht mal runter, bevor der sich nicht zugemacht hat. Ah ja, genau. Hier, du musst es triggern. Hier, da kommt doch direkt der nächste. Was ist denn das für ein Quatsch? Man muss einem doch irgendwie die Möglichkeit geben, auszuweichen. Nee, zack. Der war weg. Da kommt der nächste. Da kommt direkt der nächste, wenn man reinläuft. Und zack, ist man schon wieder tot. Hä? Weg. Zack. Oh ja, komm. Man muss ja erstmal gucken, wo der Boden... Oh, Mann. Bullshit-Stage. Okay. Ach, Mann. Bullshit. Bullshit. Man braucht erst wieder die typische Schildwaffe, um da durchzukommen, ohne zu schaden. Wieso kann ich nichts ab Mega Man... Wieso komme ich ab Mega Man 3 nicht mehr weiter in den Spielen? Ich verstehe es nicht. Machen wir Skullman, keine Ahnung, tot allen. Werfen wir halt mit Totenköpfen, ist mir doch jetzt wurscht. Wir schmeißen den Gegner den Tod einfach ins Gesicht. Wir haben Toadman und quasi den Toadman. Könnte man sagen. Ich denke mir einfach nur so, denen sind jetzt schon die Ideen ausgegangen. Ringman, echt? Ich meine, wir haben 10 Spiele. Also... Was kommt da noch? Man-Man. Das ist dann so ein riesiger Muskelprotz-Roboter oder so. Oder Woman-Man. Oder keine Ahnung. Gibt es eigentlich einen weiblichen Robotmaster? Also ich weiß nicht, ob es in den alten Mega Man-Spielen schon einen weiblichen Robotmaster gibt. Mattress? Mattress. Nein, Mattress nicht. Gottes Willen, das war jetzt nur Spaß. Bitte Frauen, schlagt mich nicht. Nur wenn ich es verdient habe. Aber auch wirklich verdient. Ich stehe nicht drauf. Hi Kumpel, danke. So. Was haben wir denn hier? Boah, komm. Das Gute ist, wir haben uns ja einen E-Tank geholt. Das bedeutet, den dürften wir jetzt immer noch haben. Apropos E-Tank. Als hätte das Spiel mich gehört. Machen wir es uns einfach. So, bis wohin gehst du da? Danke. Jawohl. Und geschafft. Ohne Damage E-Tank geholt. Ne, ich habe Damage genommen oben. Streich das letzte. So, wie viele E-Tanks haben wir? 2. Okay. Die werden also immer noch übernommen. Das finde ich doch sehr sozial vom Spiel. Okay, euch kann man nur beim Auge treffen. Und hier unten ist noch ein E-Tank. Okay, da muss ich also von der Seite hier ankommen. Das habe ich gesehen, dass ich da nicht runterspringen kann. Ich kann ja nicht so einem Bogen da springen. Okay, wie weit soll ich noch an den Rand? Was? Spiel? Und ich scheue mich auch nicht davor, die E-Tanks dann zu benutzen. Weil wenn ich ein Game Over habe, sage ich mal, kriege ich die eh wieder. Wenn ich jetzt also hier in der Stage das verkacke. Deswegen werde ich in dieser Stage die E-Tanks auch nutzen beim Boss. Und den so lange behaken, bis ich den fertig gemacht habe. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen, damit ich wenigstens irgendeine Waffe habe. Und ich gucke mir nicht die Recommended Boss Order an. Ich gucke dann einfach, wen ich mit Skullman kaputt machen kann. Keine Ahnung, vielleicht so ein Pharao. Der Pharao hat Angst vor dem Tod. Quasi, deswegen die Pyramiden. Pharao-Man macht die Schlange kaputt. Ja, Snake-Man war letztes Spiel. Keine Ahnung, der Pharao... Macht die Ringe kaputt, weil Dreiecke? Weil Pyramide aus mehreren Dreiecken bestehen? Außer
der Boden. Was ist das für ein Sprung? Da muss ich ja auch ganz an den Rand gehen, um rüberzukommen. Quatsch, aber egal. Ich glaube, ich habe schon wieder zu gekrümmt gesessen. Muss mich mal ein bisschen aufrechter hinsetzen hier. Ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt außerhalb des Bildes bin oder doch drin oder sonst irgendwie. Ich weiß nicht, inwiefern ich hinter dem Mikrofon verschwinde. Er hat schon wieder nach rechts geschossen, weil er sich nicht umgedreht hat. Wir haben es geschafft. Und natürlich war das noch nicht das Ende der Stage. Wupp. Okay, ich kann hier nicht mehr einfach von der Leiter runterspringen, so wie ich es früher mal gemacht habe. Das wollte gerade nicht. Sind denn nur so eine Sprünge? Selfos. Okay, den einen konnte ich gerade kaputt machen, interessanterweise. Gut, gehen wir unten lang. Geht auch. Da, den konnte ich jetzt schon wieder kaputt machen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Den konnten wir auch kaputt machen. Gut. Alles klar, mit 2 E-Tanks zum Boss. 2? 3. 3 E-Tanks. Das sollten wir hinkriegen. Skyman. Okay, warum haben sie das jetzt verlangsamt? Mir so direkt aufgefallen. Das ist Aufladen. Oh, du hast sogar das Schild. Nice. Dann sollten wir nach dir Stäubchen machen. Vielleicht ist Skullman gut gegen Staub, weil man nach dem Tod zu Staub wird? Oh Gott. Oh Gott, machst du Damage. Ich habe E-Tanks zum Einsetzen, also bitte beschwert euch nicht. Alter, machen die Schaden, wenn man die vom Körper her berührt. Alter, wenn die auf einen raufspringen, das macht ja mega Schaden. Kein Wunder, dass Goombas so eine Pushovers sind. Bei Marios Gewicht muss das ja mega wehtun. Yes! Es hat mich 3 E-Tanks gekostet, aber yes, wir haben die erste Waffe. Mhm. You've got Skull Barrier. Aber ich gehe erstmal meine Theorie durch. Jetzt bin ich der Tod. Moment. Jetzt bin ich der Tod. Pharaos fürchten den Tod. Sie lassen riesige Pyramiden errichten, um gegen den Tod anzukommen. Schauen wir einfach mal, ob das denn stimmt. Kann auch sein, dass das tierischer Bullshit ist. Und Pharao-Man ist, wie gesagt, dann gut gegen Ringman, weil Pyramiden das und Dreiecke das Gegenstück zu Rings sind, zu Kreisen quasi. Wenn ich theoretisch Rectangular Man hätte oder sowas. Oder keine Ahnung, Rhombus Man oder keine Ahnung, wie nennt sich das jetzt so? Square Man! Oh yeah, Square Man. Dann. Oh, ich hätte jetzt so gern irgendwie ein Fanpixel-Art von Square Man, ne? Einfach so ein viereckiger Roboter mit dem Gesicht halt in der Mitte und der so die Arme hat. Und der dann einfach immer die ganze Zeit irgendwie springt, einmal sich rumdreht und dann auf einen rauf quasi so ein bisschen. Irgendwie so in die Richtung. Er wäre ein totaler Pushover, wäre aber die Waffe, mit der man im Endeffekt Dr. Wily dann im Mega Man 12 besiegt. Das ist mein Pitch für Mega Man 12, für Robot Master. Square Man. Oh Gott.
Mumins! Mumien! Das sind die Mumien. Die Mumien! Weiß noch einer von euch, was die Mumins sind? Ich glaube, das hatte ich schon mal in der Folge mit dem Captain zusammen gefragt. E-Tank! Ich überlege, ihn jetzt schon zu benutzen. Aber nein. Das wäre Quatsch. Beim Boss dann. Das Spiel gibt einem nicht umsonst diese ganzen Energy-Tanks. Ich muss mich wirklich dran gewöhnen, dass Items zum Benutzen da sind. Besonders, wenn ich irgendwie eine Art RPG spiele. Als ob! Der ist früher wach geworden, weil ich einen Schritt nach vorne gemacht habe. Ich konnte da nicht reagieren. Ich konnte da nicht früher weg. Nee, wir hätten schon noch ruhig bei Pharao Man bleiben können. Denn der Tod ist der Feind des Pharao. Quote me on that. Die haben sich sicher bei jedem irgendwas gedacht. Deswegen, ich versuche, so unlogisch wie Capcom zu denken. Deswegen auch, wie gesagt, Pharao Man, Pyramiden ist die Schwäche von Ringman. So die Kultur der Dreiecke quasi. Der riesigen Dreiecke, die aus Rhombus gebaut ist. Ne, wie nennt man das? Quader? Quader sind, glaube ich, die Quaderlot. Sind, glaube ich, die Körper von Rechtecken, ne? Nee. Doch? Doch. Ach, ihr wisst, was ich meine. Blöcke. Blöcke. So, dann teste ich meine Theorie mal. Der Tod ist nicht sein Tod. Okay, ich war nicht full healed, deswegen möchte ich erstmal gucken, was der so macht. Okay. Aber mit Aufladungen und so und E-Tanks sollte ich das hinkriegen und die Stage ist machbar. Der Tod ist also nicht der Tod des Pharao. Du springst doch jetzt erstmal einmal komplett rüber, ne? Ja. Machst du. Oh, ich hasse so rumspringende Gegner. Ah, ich dachte jetzt, ich habe ihn irgendwie in so ein Pattern gelockt. Nein, ich habe gesagt E-Tanks. Genau, bleib da stehen. Danke. Kannst du nicht einfach bei dem Angriff bleiben? Oh Gott. E-Tank? Sollte hinhauen. Einmal treffen und tschüss. Oh yeah. Weg mit dir. Bye. Yeah. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das geht voran. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. You've got Pharao Shot. Jetzt werde ich meine Theorie testen. Oh. Okay, wenn das dieser komplette Balken ist, den er da gerade geschossen hat, dann ist das cool. Stage Select. Speichern. Ja. Ich nutze das nicht als Save States oder so. Die Speicherpunkte sind einfach nur dafür da. Falls meine Switch abkacken sollte oder irgendwas. Ja. Wie gesagt, Pyramiden gegen Ringe. Was ist das da? Uch! Oh. Bullshit? Okay. Du gehst jetzt in die andere Richtung weg?
Nee, ist die gleiche. Hä? Also die gehen immer da lang, wo man... Also in die Richtung, in die man läuft, gehen die weg. Okay, gut zu wissen. Das ist also das Gimmick der Stage. Was auch immer das mit Ringen zu tun hat. Weiß gar nicht, waren die Stages schon immer irgendwie sinnig zu dem, was die Robot Master quasi ausmachen? Was haben wir hier jetzt? Okay. Podest. Happy Hippo! Ein Happy Hippo Raketenwerfer. Und die Teile kommen wieder. Oh, wie doof ist das denn? Oh, die Raketen sind nervig. Oh Mann. Bleib doch mal unten. Geht doch. Alter, ich habe keine E-Tanks mehr. Für diesen, also bei dem Boss jetzt, muss das aber definitiv hinhauen. Was war das denn? Was soll das denn? Den kann ich nicht besiegen. Wieso geht denn das los, während ich noch in der Luft bin? Das ist doch gemein. Ich will die Energie da unten haben. Okay, das hat gut geklappt. Das nicht. Das war mir so klar. Jetzt ist es wieder früh losgegangen. Ich weiß nicht, wenn man so ein Pixel mit seiner Hitbox da drauf ist. Kein Checkpoint. Ich dachte, nach dem Hippo habe ich eventuell einen Checkpoint. Nein. Oh, wieso respawnt das so schnell? Klar, weil ich es schnell kaputt geschossen habe. Ich weiß schon, warum so, aber es respawnt genauso schnell, wie man es halt abschießt, aber oh, ist das eine nervige Stage. Och, nee. Was? Schon wieder? Oh, Mann. Bin mir aber... Okay, ich frage mich gerade, wogegen könnte Skullman gut sein? Tod den Fröschen? Tod dem Staub? Oder Skull? Ich habe die Skull Barrier. Skull wird zu Staub, quasi. Also, wie gesagt. Aber dann wäre ja Dustman die Schwäche gegen Skullman. Also, der effektiv gegen Skullman. Boah! Das war cool. Ja. Hier kommt der, genau. Das ist der zweite und... Warum? Energie! Oh! Null. Kein Pattern. Kein Pattern. Ist das nervig. So, wir haben noch ein paar, die wir noch gar nicht versucht haben. Ich werde noch mal versuchen, bei Toadman ein bisschen weiterzukommen. Denn ich denke, so ein Frosch, da kann man einfach drauf treten. Das sollte eigentlich relativ... Boah, ist das böse. Sollte man eigentlich relativ... Auf so einen Frosch kann man einfach mal drauf treten. Alter, ist das böse. Sollte kein Problem sein. Auf so einen Frosch kann man einfach drauf treten. Oh, ist das gemein. Aber ja, hier ist voller Gegenwind. Gegen die Pinguine hätte ich jetzt keine Chance gehabt. Okay, immer ganz nah ran. Also man hat wirklich kaum Raum, um irgendwie voranzukommen, was Sprünge angeht. Oh, habt ihr gesehen, wie knapp das war? Vielleicht ist das so eine Stage, wo man komplett Rush-Coil nutzen sollte. Habt ihr gesehen? Ich komme nicht mal hoch genug, um die anzugreifen. Warum? Das ist gemein.
Gegner in der Höhe zu machen, wo man nicht rankommt. Aber das habe ich ja schon mit den Bienen gesagt. Not the bees! No! Okay, hier ist Wasser. Kanalratten! Ich dachte, wir sind hier bei, bei Toadman und nicht bei Redman. He's totally red, man. So, jetzt kann ich wenigstens wieder normal springen. Okay. Die Blobs, die machen mir sehr viel Schaden. Ja, ich meine Black Ops. Black Ops macht mir sehr viel Schaden. Besonders an meinem Gehirn. Denn ich spiele nichts anderes. Und mache nichts anderes. Und trinke nichts anderes. Außer Blobs. Oh, Snailman. Lock-on-Angriff. Cool. Englische Worte kann man nicht deutsch konjugieren. Punkt. More salty. Genau, mach was anderes. Ich hänge jetzt einfach hier, anstatt nach links zu gehen wie letztes Mal. Ich bin Blob. Blub. Ah, ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ich check jetzt, warum es die Unterschiede gab. Mit irgendwie aufgeladener Schuss. Macht jemanden fertig oder eben nicht. Die Ratte zum Beispiel gerade eben. Die hatte ich nur so halb getroffen, weil sie gerade im Sprung gewesen ist. Und wenn das mit den Gegnern halt vorhin, wo ich mich darüber beschwert habe, auch gewesen ist. Dann ergibt das Sinn. Dann ergibt das vollkommen Sinn und ich habe mich umsonst aufgeregt. Entschuldige Spiel. Ja, ich versuche nicht mehr ganz so aggressiv und so salty und so zu sein. Das hier soll schließlich Spaß machen. Und nicht so wirken, als wenn die Spiele alle schlecht wären oder sowas. Oder als wenn ich nur versuchen würde, die Mega Man schlecht zu reden. Aber wie gesagt, die Spiele machen mir ja Spaß, sonst würde ich sie ja nicht spielen. Und vor allen Dingen nicht Let's Playen. Ich Let's Playen nichts, wo ich denken würde, das spiele ich nicht gerne oder das will ich nicht spielen. Außer vielleicht mein 100. Projekt. Und dann kann ich ja darüber reden. Danke. Und zwar habe ich vor, euch meine Spieleliste zur Verfügung zu stellen, dass ihr sehen könnt, was habe ich denn so für Spiele. Natürlich nur einsehbar, nicht bearbeitbar. Da mache ich irgendwie... Irgendwo muss ich ein Sammelsurium aufmachen. Ich konnte mich von der Mitte gerade nicht nach links und rechts bewegen. Irgendwas war da komisch. Beziehungsweise... Ah, nee. Das war es nicht. Ich konnte nicht so hoch springen. Ich weiß auch warum. Der Wasserfall, der hat mich nach unten gedrückt. Ergibt vollkommen Sinn. Ich kann hier nicht so hoch springen wie hier. Merken. Aua. Nee, und ich habe vor, mir euch meine Spieleliste zur Verfügung zu stellen. Und dann irgendwo ein Sammelsurium an Vorschlägen zu holen, zu sammeln. Jeder hat ein Vote. Jeder kann für ein Spiel voten. Beziehungsweise, nee, jeder kriegt 3 Votes. Machen wir es so. Ich mache noch ein Video dazu, aber ich kann es ja jetzt schon mal erwähnen. Jeder von euch kriegt 3 Votes. Der erste Vote kriegt 3 Punkte, der zweite 2, der letzte 1 Punkt. Und das Spiel, was am letzten, als letztes Spiel, am Ende, das Spiel, was das letzte Spiel, genau, was am Ende die meisten Punkte hat, das wird mein 100. Let's Play. So, Tod den Fröschen, habe ich gesagt, ne? Ob das wirklich was bringt? Toadman! Oh nein, oh nein, oh nein. Ich kann nicht tauschen. Jetzt. Okay. 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 Oh nein, er ist stehen geblieben und hat was anderes gemacht. Ich habe mich ein bisschen nach rechts bewegt.
3 Punkte vom Sieg entfernt. Oh, aber den kann ich schaffen. Der ist einfach. Nee, aber das ist, wie gesagt, das ist so der Plan. 100. Projekt, 100. Let's Play quasi. Dürft ihr entscheiden. Und wo auch immer es landet, ich werde dieses Spiel spielen. Ich werde ein Let's Play draus machen, egal welches Spiel. Und sei es Morhun. Und sei es einfach nur Morhun. Fucking Morhun. Ich habe irgendwie eine Morhun-Collection drauf. Ich spiele jedes einzelne Spiel der Morhun-Collection und versuche überall meine Rekorde zu knacken oder so. Ich setze mir ein Ziel. Ich nehme mir, egal welches Spiel ihr mir sagt, ich setze mir ein Ziel und werde das dann umsetzen. Und wir machen ein komplettes Let's Play draus. Euro Truck, von mir aus. Es wird sowieso Undertale. Ich sehe es jetzt schon. Das habe ich nie gespielt. Aber jetzt beeinflusse ich euch damit, dass ihr das voten werdet. Was ich auch schon immer machen wollte, Command & Conquer zum Beispiel. Strategiespiel. Interessiert nicht so viele. Fände ich aber cool. Daraus mal irgendwie Let's Play oder ein Stream-Projekt oder so zu machen. Ich überlege noch, ob ich daraus ein zusammengeschnittenes Let's Play mache und dann immer die Missionen, die einzelnen mache, halt aufnehme und dann halt geschnitten raushaue. So ein bisschen die Highlights davon. Und so Timelapse-mäßig und dann so halbe Stunde oder so folgen. So wie mit Mega Mania so ähnlich. Mache, je nachdem wie lang die Missionen sind natürlich. Wenn sie komplett sind, dann kann ich sie auch komplett zeigen. Und ich werde, wie ich es immer mache, komplett durchmoderieren. So wie hier auch. Also nur weil ich da an einigen Stellen geschnitten habe, heißt nicht, dass ich jetzt weniger kommentiere oder so. Also ich habe hier immer kommentiert, als wenn ihr alles davon seht, von den Mega Mania Sachen. Und deswegen, das ist halt das Interessante daran. Ich habe jetzt in Mega Mania alleine von der Aufnahme her schon 6 Stunden? Ich glaube gut 6-7 Stunden reingesetzt, also mit dem Spiel hier 8. Ja, ich glaube, na, nicht ganz, 7. 7 Stunden sind es mit Mega Man 4. Bisher. Zum jetzigen Zeitpunkt. Jetzt sind wir gerade bei 54 Minuten Aufnahme. Und das war eine große Energie. Danke, Blob. Wenn ich bei 700 Spielen bin, dann drucke ich nur eine neue Version der Liste aus? Nee, bei 800 Spielen. Das sind derzeit 761 oder so. Und ich komme hier nicht weiter. Und ja, ich habe so viele fucking Spiele. Wenn ich bei 1000 Spielen angelangt bin, dann kommt ein tausendpartiges Projekt, wo ich jedes Spiel einfach ein Projekt, wo ich in 1000 Parts jedes Spiel, was weiß ich, für eine halbe Stunde spiele? Oder ein Video, wo ich alle meine Spiele, eine Minute lang anteste und anspiele. Oder eine Minute eben aus, keine Ahnung, einer Viertelstunde nehme oder sowas. Um das zusammenzufassen. So. Gegen wen könnte Deadman, Skullman sein? Diveman haben wir noch nicht probiert. Probieren wir Diveman. Garantiert eine Wasserstage. Madam, madam, la la na na na. Okay, Diveman hatten wir noch nicht, Brightman hatten wir noch nicht. Wir gucken uns wenigstens alle Stages an. Aber wenn ich hier wirklich gar nicht mehr weiterkomme, dann machen wir es wie bei Mega Man 3 und versuchen eben nicht alle Robot Master zu machen. Das ist für mich eigentlich, ja klar. Das ist aber an sich so ein bisschen mein Anspruch, euch die Robot Master zu zeigen. Oder die Robot Master zu schaffen. Aber wenn wir alleine es schaffen, jeden einmal zu zeigen, dann wäre mir das auch schon ganz lieb. Ihr macht nochmal, danke. Okay, okay. Wal. Now, swimming in the ocean. Starting a commotion in the locomotion. Ich habe keine Ahnung, wie der Song genau geht. Meine Güte.
Es ist echt krass. Ich habe ja über das Altern letzte Folge schon sehr geredet. Aber wie sehr eigentlich so Sachen wie 10 Jahre. Wenn man sagt 10 Jahre, klingt das, wenn man irgendwie 10, 12 ist oder so, halt sehr viel, weil es ist einfach mal alles, was man, die Zeit, die man komplett gelebt hat. Oder wenn man halt noch jünger ist, dann sind 10 Jahre sehr viel. Sehr viel. Ich fühle mittlerweile, also für mich fühlen sich 10 Jahre mittlerweile nicht mehr so extrem viel an, weil ich wohne alleine 8 Jahre schon in dieser Wohnung. Ich bin 26. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ja, wie gesagt, 10 Jahre? Wo war ich vor 10 Jahren? Vor 10 Jahren war 2008. Da habe ich gerade meinen MSA gemacht. Gut, es kommt mir schon ein bisschen lange vor, aber bei anderen Sachen, da denke ich mir so, das ist schon 10 Jahre alt? Bestimmte Songs zum Beispiel. Ich glaube, 2008 kam Britney Spears mit Womanizer. Bioshock ist schon 11 Jahre alt. Der erste Teil. Wo könnte man noch was sagen? Ich muss gerade überlegen. 2008. Vor 10 Jahren wurde Obama Präsident. Das erste Mal. Vor 10 Jahren. Angela Merkel war schon 4 Jahre im Amt. So ein bisschen für meine Generation jetzt mal hier, damit so ein paar Eckdaten quasi. Vielleicht irgendwie das ein bisschen mehr ins Gedächtnis bringen. 2008. Hey! Ja, danke. Oh, eine große Aufladung. Du bist der Beste. Also alle, die 2008 geboren sind, werden dieses Jahr 10. Mein Neffe wird dieses Jahr 10. Sogar in ein paar Tagen. Nämlich noch nicht mal 2 Wochen bis dahin. Muss man dazu sagen, mein erster Neffe. Der Große. Der andere ist noch nicht so alt. Und es war so klar, dass noch ein Narwhal kommt. Danke. Ich sag einfach Narwhal. Das könnte auch ein ganz anderer Wal sein. Danke. Oh, Bombe. Stingray. Hoch bitte. Stingray. Stingray, Stingray, Stingray! Keine Ahnung. Oh Gott. So, danke. Oh, hier muss man ja mega vorsichtig sein. Danke. Rüber. Wupp. Jawohl. So, und jetzt tot dem Dive Man. Und natürlich komme ich wieder mit 0 Leben hier an. 0. Okay, das spielt auch unter Wasser. Das bedeutet, ich kann doch sicher... Oh, es stimmt! Es ist die Skull Barrier. Aber er hat mir wieder so verdammt viel Schaden gemacht, als er mich berührt hat. Oh, Skullman ist also gut gegen Submarine Man. Ich überlege gerade, wo da der Zusammenhang ist. Oder gegen Submarine Man, genau. Gegen Dive Man. Ach so, klar. Wenn du halt tauchst oder so, ist die Gefahr zu ertrinken. Klar. So, euch gesagt, wenn ihr denkt, irgendwie 10 Jahre ist eine verdammt lange Zeit, es wird euch nicht so vorkommen. Ich sollte die Skull Barrier vielleicht erstmal aufheben. Wenn ich jetzt nämlich drauf gehe, was ich nämlich fast glaube, weil man muss da sehr nah an ihn rankommen.
Und wenn er einen trifft, wie man gesehen hat, macht das mega Schaden. Wenn er einen halt berührt. Da dachte ich mir schon, das werde ich jetzt nicht schaffen, dass er mich da so selten berührt. Da will ich dann mit voller Energie hin. Also jetzt. Erstmal Schweiß abwischen. So, Skull Barrier. Und jetzt wird kaputt gemacht. Ne, ich habe halt sehr viel mit meiner Ausbildung zu tun und mit den Zwischenprüfungen und so. Deswegen hat das 3000. Video auch so lange gedauert. Bis es dann endlich kam. Yeah! Sehr schön. Sehr schön. Diveman besiegt. Oh yeah. Stage Select. So, 3 Robotmaster haben wir geschafft. Bei Brightman war ich noch nicht. Hatte ich Drillman schon versucht? Nee. Doch. Danke. Ein bisschen Farm. Oh, cool. So, dann versuche ich mal unseren neuen Diveman aus. Oh, Drillman. Was wird der machen? Der wird sich in den Boden bohren und dann von unten immer hochgesprungen kommen. So ganz nach oben wahrscheinlich. Also wenn du halt springst, dann wird er sich wahrscheinlich so auch schräg nach oben bohren. So mit Sprüngen oder irgendwie sowas. Ganz, ganz seltsames. Oder er kann sich bei allen Wänden, quasi er bohrt sich runter und dann kommt er von rechts von der Wand oder von links von der Wand oder von oben. Keine Ahnung, ob man sowas damals schon einbauen konnte. Ah, sieht gut aus. Unten und rechts eventuell. Ich sollte mit dem Dive vielleicht auch treffen. Oh, ja! Das ist seine Schwäche. Es ist Homing! Ich muss ihm nur ausweichen. E-Tank. Manchmal haut's doch hin. Okay, wenn er sich gerade am Eingraben ist, wird er nicht von dem Missile erfasst. Oh yeah. Nice. Sehr schön. Oh yeah. Oh yeah. Ein Drill, ein Bohrer, der bohrt sich durch Staub durch. Quasi. Oder so. Nee, der bohrt so lange, bis Staub kommt. Oh, das ist die Stage. Ich glaube, Brightman habe ich noch gar nicht gemacht. Ich hasse diese Stage. Diese Stage ist zum Kotzen. Okay, ihr noch? Danke. So, und jetzt muss ich das da kaputt machen. Warum passiert das manchmal? Das irritiert. Oh, die will ich. So, runter, hoch. Okay, ich hab ein Opening. Uah! Es hat nicht gereicht. Okay, ich muss wirklich bis unter die Decke, bis unter den Rand das wegmachen. Ah ja, ich bin am Anfang einfach runtergefallen. Stage Select, denn wir haben Brightman noch nicht gezeigt. Oh, natürlich! Nein, klar, der Bohrer geht durch die Lightbulb, durch die Glühbirne einfach durch. Entschuldigung, gegen die Leuchtbirne. Gegen die Glühlampe. Oh. Ah. Die einen Gegner haben das Licht quasi. Und wenn man die kaputt macht, geht's aus. Und die anderen machen es wieder an mit ihrem Feuerwerk. Huch, das war nicht so gut, da war ein Abgrund. Nein! Oh, es ist wieder da. Halleluja.
Natürlich, geht durch die Glühbirne durch. Ein Bohrer geht einfach durch die Glühbirne durch. Grashüpfer. Hopp. Oh, Gegner. Ah, er geht wieder zurück. Noch mehr Gegner. Respawnte Gegner. Hüpf. Okay. Macht ja Sinn. Dann der Pharao ist halt quasi göttlich. Gottgesandter Anführer. Das heißt, er ist quasi... Er ist erleuchtet. Und dementsprechend ist Brightman die Schwäche von Pharao. Nee, Pharao-Man. Habe ich schon. Brightman ist gut gegen Toad. Vielleicht sind Frösche sehr lichtempfindlich. Vielleicht ist Licht gut gegen Staub, weil du Staub im Licht so flackern siehst. Das wäre doch mal ne... Ja! Das ist gut. Ja! Mit Brightman kann ich Dustman machen. Denke ich fast. Wenn ich denn bei Dustman irgendwie mal durchkommen sollte. Was ich heute glaube nicht irgendwie... Ich glaube nicht wirklich dran. Aber ich denke, wir haben die Mega Man-Spiele jetzt auch definitiv mit der Mega Mania bei mir auf dem Kanal nicht das letzte Mal gesehen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Aber was ich damit vorhabe oder in welchem Rahmen die Mega Man-Spiele nochmal auftauchen werden, ich hätte einfach nach rechts, ich hätte committen sollen, ich hätte drüber springen sollen. Noch kommen, werde ich euch noch nicht verraten. Weil das Teil eines relativ größeren Projektes wird. Moment. Leiter? Wo sind wir denn hier gelandet? Okay. Ich will da hoch. Boing. Das ist ja dumm. Boing. Höp. Oh. Okay, das ist wirklich ein sehr hartes Sprung-Pattern. Oh, okay. Oh, weg ist es. Nein, ich hab's nicht spawned. Dann Rush Coil. Nicht dort. Ein bisschen näher hier am Rand. Jawohl. Hoch da. Rush Coil. Rush Coil? Rush? What the fuck? Leck mich, Capcom! Ich wollte dir gerade den bösen Finger zeigen. Warum ist der Finger eigentlich böse? Warum? Warum war ich auf dem anderen Loch drauf? Ich bin noch abgesprungen und war weiter rechts. Ach. Okay, wir haben noch Brightman, Dustman, Toadman und Ringman. Wie gesagt, Ringman ist... War ich schon in Ringman? Doch, ich war schon in seiner Stage, klar. Ich will das jetzt wissen. Ich will wissen, ob meine bescheuerte Theorie mit der Pyramide stimmt. So, genau. Und der Balken hier gerade. Der hier. Der hat mich das letzte Mal das Leben gekostet. Ich wusste, dass die schneller werden. Das ist diese alte Mega Man-Mechanik. Die schon im ersten Teil da war. Was bist du denn? Okay, alles klar. Die Augen angreifen. Okay. Den sehen wir bestimmt nochmal, bloß dann mit erschwerten Bedingungen. Und noch ein Happy Hippo. Nicht die! Das Hippo! Das Hippo! Wie wär's mit dem Gegner direkt vor meiner Nase? Okay, egal. Oh, da oben ist was. Rush. Entweder ist da jetzt ein E-Tank, Energie oder ein Kumpel. Ein Kumpel. Oh, danke dir. Perfekt, ein Kumpel und Energie. Beste Kombination, die ich jetzt hätte haben können.
Beziehungsweise er hätte mir auch einen E-Tank geben können, den ich direkt eingesetzt hätte, aber hätte können. Habe ich aber nicht gemacht. Hätte ich auch nicht. Denn mitten in der Stage will ich keine E-Tanks benutzen. So, was seid ihr? Das sind Ringe. Die gehen von der anderen Seite. Alter. Okay, das bedeutet... Rüberlaufen. Okay. Das hat hingehauen. Laufen, springen. Gegner. Ich muss die Gegner erstmal wegmachen. Laufen, springen. Da wusste das Spiel gerade nicht genau, was es mit mir machen soll. Ich habe immer noch 2 Leben. Keine Energietanks, aber 2 Leben. Droppst du mir vielleicht Energie? Das wirkt nämlich so, als wenn das schon relativ nah an Ringman dran war. Weil die Brücke war aus Ringen gemacht. Waffenenergie ist auch okay. Brauche ich aber im Endeffekt jetzt im Moment gerade nicht. Weil alle meine Waffen, soweit die ich denke, die ich brauche, aufgeladen sind. So. Okay. Leben farmen hier ist... komm. Geht's noch weiter? Ich dachte, jetzt kommt schon der Boss. Das ist gemein. Oh, wie gemein ist das denn bitte? Oh, leck mich am anderen Ende der Nahrungskette. Okay. Hep. Und hep. Jawohl. Dieser komische Ringgegner? Ja, ich dachte es mir fast. Warum geht der nicht mehr weit genug auf, dass ich ihn treffen kann? Treffe ich ihn überhaupt? Ich habe halt die ganze Zeit kleine Sprünge gemacht. Ich weiß nicht, warum Mega Man höher geschossen hat, als der Gegner war. Entschuldigung. Ich guck mir erstmal an, was er macht. Ich weiß, wir haben nur ein extra Leben, aber wenn ich jetzt schon meinen Pharao aufbrauchen würde, dann... Er wirft Ringe, klar. Er wirft viele Ringe. Viele Ringe. Oh, Pharao-Man hat sich aufgeladen. Muss ich das auch machen? Tatsache. Oh, das könnte ein Problem werden. Es ist eine Schwäche. Einmal treffen. Warum? Warum schießt er nicht? Er hat nicht geschossen. Ich konnte ohne Aufladen schießen. Aber ich hab's euch gesagt. Pharao-Man ist gut gegen Ringman, weil Pyramiden größer Dreiecke. Damit bin ich zufrieden. In den anderen Stages komme ich einfach nicht weit genug. Ich weiß, Toadman könnte ich easy machen. Aber wir haben 1,5 Stunden auf der Aufnahmezeit und von dem her würde ich sagen, wäre es das mit dieser Folge der Mega Mania. Verzeihung. Wir haben Brightman nicht gesehen und Dustman als Gegner nicht. Tut mir leid, aber... Ich komme halt durch die Stages einfach nicht durch und ich habe jetzt auch keinen Dunst, mich da irgendwie durchzufrusten oder so. Wie gesagt, man soll aufhören, sobald es am schönsten ist. Wir haben wieder 4 Robot Master auf jeden Fall besiegt. Die anderen, also 2 von den anderen haben wir auf jeden Fall geschafft, gezeigt. Also Ringman und Toadman. Und bei Ringman, ich habe es euch gesagt. Und damit möchte ich auf einer positiven Note aufhören und sage, das war's mit dieser Folge der Mega Mania. In der nächsten Folge spielen wir dann Mega Man 5.
Ich sag da mal Dankeschön fürs Zusehen und tschüss. Bis dann.